So Leute, ich habe mir jetzt was zu trinken geholt, weil ich euch so viel gelabert habe vorhin, dass mein Hals ein bisschen trocken ist. Nein, kein Corona, ich bin einfach nur zu viel am Labern. Wir machen jetzt Folgendes, ich zeige euch, was Keyframes sind, beziehungsweise was die Effekteinstellungen sind, okay? Wir haben jetzt hier die Clips und was wir jetzt machen können, ist das nochmal so ein bisschen upspicen, so ein bisschen sexier machen, weißt du? Also, ja, seht ihr hier, bam, 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 bam. Also ganz cool, die Clips sehen nice aus. Aber wie könnte man das jetzt noch ein bisschen geiler machen? Ich könnte mir vorstellen, hier hätte ich gerne so ein Zoom-In zum Beispiel, dass das so ein bisschen so reingeht. Nicht diese Transition, sondern einfach nur, dass das so ein bisschen näher reingeht. Das ist dann so, das hat so ein Feeling, so, das zieht einen so ein bisschen ins Video rein. Ist geil, wenn der Drehzahlmesser hochgeht und man dann so ein bisschen reingeht, das ist so geil, das ist so, weißt du, das ist einfach nice. Das machen wir jetzt auch. Und das machen wir nämlich mit Keyframes. Dasselbe machen wir jetzt einfach mal mit dem Schalten. Und dann machen wir es umgekehrt, das zeige ich euch auch eben kurz, dass man hier quasi rauszoomt, einfach nur damit ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann gucken wir weiter. So, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen hier in die Effekteinstellung. Das seht ihr hier oben links. Und ich mache das immer so, ich klicke den Clip an und drücke dann Shift 5. So, da seid ihr dann nämlich hier bei den Effekteinstellungen. So sieht das Ganze aus, Videoeffekte, bla bla bla, Audioeffekte, bla bla bla. Wir wollen jetzt ein Zoom-In machen. Wir nehmen jetzt hier diesen Zeiger, gehen an den Anfang und was ihr jetzt verstehen müsst, ist Keyframes. Keyframes sind nichts anderes als Punkte, die ihr setzt in dieser Timeline. Ihr seht ja hier auch eine Timeline, wo etwas Bestimmtes passiert, was ihr selber einstellen könnt, okay? Und wir machen das jetzt erstmal mit dem Skalieren, weil das ist nämlich dieses Reinzoomen. Skalieren bedeutet nichts anderes als quasi rein- oder rauszoomen. Und was wir jetzt hier machen ist, wir aktivieren diesen Keyframe. Dazu müsst ihr hier auf diesen Zeitstopper drücken. Da steht schon Animation aktivieren oder deaktivieren. Klicken wir drauf und jetzt seht ihr, dass es aktiviert, indem das hier blau leuchtet, beziehungsweise blau markiert ist. Und ihr habt euren ersten Keyframe gesetzt. Das seht ihr hier. Das ist normalerweise so eine Raute oder... Ist das eine Raute? Ein Rechteck? Keine Ahnung. Ihr seht hier dieses blaue Ding. Dieses Viereck. Das ist ein Keyframe und das setzt ihr automatisch, wenn ihr das aktiviert. Okay? So, dieser Keyframe, den ihr hier seht, der ist auf eine Skalierung von 100 eingestellt. 100 ist quasi das gesamte Bild, was ihr habt, was jetzt hier in diesem Monitor angezeigt wird. Das ist 100. Wenn ihr jetzt diese Zahl vergrößert, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir machen mal ein Extrembeispiel, wir machen 150. Dazu gebt ihr einfach da 150 ein und bestätigt mit Enter. Dann seht ihr hier rechts schon, okay, ist krass reingezoomt. Ne, ihr seht hier, wir sind viel näher. Und was jetzt hier passiert ist auch noch, der macht von automatisch diese Einstufung. Je nachdem natürlich, wie weit weg dieser Keyframe ist oder wie nah dran. Dadurch stellt das Programm automatisch ein, von diesem Zeitpunkt bis zu diesem Zeitpunkt zoomt Premiere Pro von der Skalierung 100 bis 150 rein, okay? So, ich zeige euch einmal kurz, wie das dann aussieht, in kurz, so sieht das dann aus, boom, also ihr seht, boom, und wir sind da, ne? Also ging sehr schnell, oder ihr stretcht das raus bis zum Ende des Clips und dann geht es weiter, das ist ja eher so unser Goal, würde ich mal sagen, heißt, das wäre dann das hier, habt ihr gesehen, der Unterschied ist, zoom, 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 boom, und es geht weiter. Viel geiler, sieht schon so viel nicer aus. Dasselbe machen wir jetzt mit dem anderen, und zwar mit dem Schaltknauf. Dazu machen wir jetzt aber zwei Sachen, okay, zwei Sachen gleichzeitig. Und zwar machen wir jetzt das Skalieren, ne? Das habt ihr jetzt ja verstanden hoffentlich. Und wir machen die Positionierung des Bildes. Ihr könnt nämlich auch quasi den Frame, den ihr habt, also das Bild, verfolgen. Ihr könnt jetzt sagen, okay, wir skalieren rein, wir sind reingezoomt. Und jetzt können wir auch noch die Position des Bildes bestimmen, okay. Dazu müsst ihr einfach auch wieder hier, wie gesagt, an den Anfang des Clips gehen mit diesem Zeiger hier, in dieser Timeline und dann aktiviert ihr Position mit Keyframes und Skalieren mit Keyframes. Und was ich jetzt immer gerne mache, ist eigentlich, ich setze jetzt als erstes den Skalieren Keyframe auf, machen wir mal wieder 100, machen wir 140 einfach mal, ist natürlich sehr nah dran und jetzt seht ihr schon, hier ist absolut nicht da, wo ich sein will. Also hier passiert keine Action. Er schaltet hoch quasi und ihr seht hier nichts. Da passiert nichts Interessantes. Deswegen ändern wir jetzt die Positionierung, sodass nämlich das Bild nicht hier passiert, sondern da, wo der Schaltknauf ist.
Und das macht ihr einfach, indem ihr diese beiden Regler zum Beispiel verändert. Ihr könnt aber auch hier auf Bewegung klicken und das Bild einfach ziehen. Das geht auch. Und da seht ihr schon hier das Ende des Bildes. Das heißt, ihr dürft natürlich diese schwarzen Balken nicht mit reinnehmen. Ich mache es tatsächlich lieber mit diesen zwei Reglern. Ich ziehe nämlich einfach hier, also ich klicke hier drauf. Und dann könnt ihr einfach nach links oder rechts die Maus ziehen. Und ihr seht schon, das ist jetzt quasi die Y-Achse. Das ist jetzt die Y-Achse im Prinzip. Hier könnt ihr quasi hoch und runter ziehen. Was wir jetzt hier machen. So. Und hier könnt ihr nach rechts oder links ziehen. So. Dann markiere ich jetzt die beiden Keyframes und ziehe die bis ans Ende wieder. Okay, so habt ihr quasi ganz am Ende des Videos, ganz am Ende des Videos diese Positionierung, okay? So. Schauen wir uns auch noch einmal an. Sieht dann so aus. Habt ihr das gesehen? Zoom in und Hand verfolgt gleichzeitig. Ihr könnt natürlich dabei auch ein paar Fehler machen und ich möchte euch das auch zeigen, dass wenn ihr vielleicht vergesst, diesen Zeiger irgendwie zu verstellen, dass zum Beispiel eure Einstellung jetzt hier hängen bleibt. Dann habt ihr quasi den Zoom in und die Positionierung falsch eingestellt. Dadurch habt ihr diese schwarzen Balken und die Positionierung stimmt nicht. Andersrum geht es natürlich auch. Ihr könnt den Zoom in bis hier ganz kurz machen nur und dann seht ihr schon, die Positionierung läuft weiter. Ihr seht hier die Kamera oder das Bild geht nach oben rechts weiter, so wie ihr es halt in der Positionierung eingestellt habt. Die Skalierung ist aber schon vollendet. Ist nicht so das Goal, weil am geilsten sieht es aus eigentlich, wenn die Skalierung bis zum Ende des Clips geht und die Position immer stimmt. Was man natürlich auch machen kann, ist die Positionierung zu tracken. Das geht auch. Ihr könnt nämlich mehrere Keyframes machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, hier ist ein Keyframe und dann geht ihr weiter und hier ist noch ein Keyframe und ihr wollt jetzt, dass das Bild unten links ist, aus irgendeinem Grund. Vielleicht hat dann David irgendwie nach unten links geschaltet oder was und ihr wollt das verfolgen. Dann keyframet ihr das nach unten links. Wäre dann folgendes. Mein Gott. So. Also ich mache es einfach grob, okay. Und dann seht ihr jetzt schon, es geht erst nach oben rechts, dann nach unten links. Und dann bleibt es auch da, weil ihr habt ja nichts Neues eingestellt. Okay? Wenn ihr Keyframes löschen wollt, dann markiert diese Keyframes einfach und drückt entfernen. Und jo, wir ziehen jetzt das jetzt so und so ist wunderbar, toll, geil, schön. Boom, boom und jo. Jetzt machen wir es mal andersrum, einfach nur zum Verständnis nochmal. Wenn ihr jetzt quasi aus dem Bild rauszoomen wollt, dann müsst ihr es einfach nur umgekehrt machen. Ihr geht wieder hier auf Skalieren und statt dass ihr jetzt irgendwas hier verändert, verändert ihr als erstes erstmal hier die Zahl der Skalierung. Wir gehen hier auf 150, ihr seid also eingezoomt. Dann geht ihr ans Ende des Clips und stellt ein 100 und ziehen das zum Ende und dann wäre das nämlich folgender Move. Habt ihr hoffentlich gesehen, das Ganze wird jetzt rausgezoomt. Nice. So, und dasselbe machen wir jetzt nochmal hier und dann tracken wir nochmal den Wagen, würde ich sagen. So ein bisschen, dass er, weil er ja rechts rausfährt. Ne? Oder wir tracken. Ne, wir machen folgendes, wir skalieren einfach rein, ohne Keyframes, das heißt, ihr müsst das hier nicht aktivieren, sondern ihr seid jetzt einfach mal drin mit 120 oder, ja, 120 reicht. Na, also jetzt 120 rein und das Ding ist jetzt, ihr habt jetzt kein Keyframe, bedeutet, das Bild ist jetzt einfach auf 120 gecroppt. Ihr seid einfach jetzt hier in diesem Crop drin, es passiert nichts von der Zoom-Bewegung her. Was wir jetzt aber einstellen wollen, ist die Positionierung. Okay, wir machen hier den Keyframe für die Positionierung. Und was mir jetzt schon nicht gefällt, ist, dass das Auto unten abgeschnitten ist. Das heißt, wir gehen hier runter und ich habe das Auto leider in diesem Clip ein bisschen abgeschnitten unten. Kacke. Lässt sich auch nicht vermeiden wohl. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch hier so ein bisschen links raus, damit man hier noch ein bisschen mehr Luft hat fürs Auto, dass das ein bisschen zentraler im Bild liegt. Und jetzt gucken wir einfach mal im Clip. Hier schwenkt es nach rechts und ihr seht hier, hier wird die äußere Kante berührt vom Bild. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal mit, dass das Auto noch ein bisschen in der Mitte ist und es geht weiter und es ist wieder bis hier, Ende des Bildes, ziehe ich dann quasi die Positionierung, so, und dann habt ihr nämlich folgendes, seht ihr das, hier wird das Auto quasi kurz verfolgt, sieht aus wie eine Kamerabewegung, aber es ist halt einfach Post-Production. Ja, das sind Keyframes, was ihr jetzt auch noch machen könnt, ist natürlich die Deckkraft einstellen und wenn ihr jetzt irgendwie Sachen übereinander lagern wollt oder übereinander legen wollt, das können wir auch mal machen. Ich lege jetzt mal hier diesen Clip hier nach oben und ich ziehe den mal ein bisschen weiter hoch.
Also einfach weiter raus. Sagen wir mal bis hier. So. Oder bis zur Hälfte, wie auch immer. Und jetzt gehen wir hier hin und wir wollen, dass die Deckkraft hier niedriger ist, sodass man quasi das Auto schon sieht. Dann geht ihr einfach hier auf Deckkraft und könnt einfach hier schon einstellen, 50%. Und dann seht ihr hier in dem Bild, easy peasy, da ist das Auto. Zack. Wenn ihr das jetzt mit Keyframes machen wollt, ist im Prinzip genau dasselbe Spiel wie vorhin mit den anderen Keyframes. Ihr könnt einfach hier wieder reingehen und sucht euch die Stelle aus, wo eben der Keyframe gesetzt werden soll. Ich würde sagen, hier. Dann könnt ihr nämlich hier mit diesem Knopf hier, auch dieses Rechteck, ein Keyframe setzen. Da, dann geht ihr ein paar Frames weiter, sagen wir mal 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Das könnt ihr mit dem Mausrad einfach machen. Und geht hier dann auf 50% oder wir machen mal 30%. Dann seht ihr schon, das Auto ist da. So, dann könnt ihr nochmal 5 Frames nach vorne gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und geht auf 0%. Und der Schalthebel ist komplett weg. Und wir haben jetzt quasi so eine Abstufung der Deckkraft eingestellt. Gucken wir uns das mal an. So, das war's zu dem Thema Position, Skalieren, Deckkraft einstellen. Und jetzt geht noch, ich zumindest als Basic definiere, und zwar die Geschwindigkeit des Clips einstellen. Also ihr habt ja alles immer in Realtime quasi, wenn ihr hier die Sachen reinzieht. Aber wir haben jetzt hier auch einen Clip, der hat 100 Frames. Beziehungsweise ich habe diesen Clip in 100 Frames aufgenommen. Und ich zeige euch mal, wie ich quasi Geschwindigkeiten einstelle. Das mache ich über zwei Wege. Einer wäre, wie im letzten Video beschrieben, hier mit Rechtsklick auf FX, dann Zeitverzerrung, Geschwindigkeit. Und dann könnt ihr mit diesem Regler hier arbeiten, indem ihr jetzt zum Beispiel, nee, nicht zum Beispiel, indem ihr jetzt P drückt, das ist das Pen-Tool, seht ihr hier. Jetzt könnt ihr hier einen Keyframe setzen, im Clip auf der Timeline, das wäre dieses hier. Dann drückt ihr V und könnt jetzt einfach diesen Regler hier runterziehen auf 25%, zum Beispiel. So, da. Und jetzt haben wir quasi diesen Clip um 25% Geschwindigkeit verringert, also auf 25% verringert. Und das schauen wir uns einmal an. Da seht ihr, das läuft jetzt auf Slow Motion. Super. Und was wir jetzt noch machen können, ihr seht ja hier, es passiert relativ plötzlich. Ihr könnt jetzt nämlich diesen Keyframe hier auseinanderziehen. Das ist ganz geil, weil dadurch wird diese Slow Motion quasi flüssiger. Das ist dieses. Wisst ihr, das könnt ihr damit machen. Das machen wir jetzt auch. Heißt, wir ziehen jetzt einfach, das ist super easy, hier dieses Ding auseinander. Ihr könnt einfach hier dran gehen und ziehen. Und seht, die Slow-Mo stretcht sich auf eine bestimmte Zeit. Das könnt ihr halt auch eben gucken. Ne? Ich stelle sie erstmal ein bisschen weiter ein und dann könnt ihr mal schauen, wie das aussieht. So, und dann wollen wir, dass auch wieder schnell wird. Dafür machen wir einfach einen zweiten Keyframe hier. Zack. Gehen hinter, also drücken wieder V, gehen hinter diesen Keyframe und setzen das wieder auf 100%. Ihr könnt natürlich auch schneller werden, wenn ihr möchtet, aber ich setze mal auf 100%. So, und dann könnt ihr auch diesen Keyframe wieder auseinander stretchen. Und dann seht ihr das folgendermaßen aus. Und er ist weg. So. Nochmal. Also nochmal. Und er ist weg. Geil. So bearbeite ich quasi Slow Motions, wenn ich die Slow Motions mit diesem Übergang machen möchte. Wenn ich jetzt aber eine Slow-Mo haben will, lass mir irgendwas anderes einen Clip suchen. Okay, wir nehmen mal diese Szene hier einfach. So, ich hoffe, die ist auch in Slow-Mo aufgenommen. Yes, 100 Frames, perfekt. Also, wir können es auf zwei verschiedene Wege machen. Der erste Weg war halt dieser hier, den ich euch schon gezeigt habe. Der zweite Weg ist folgender: Ihr cuttet einfach irgendwie und wollt, dass dieser Clip direkt auf Slow-Mo läuft. Also, ihr müsst nichts einstellen, ihr braucht keinen Fade-In für den Slow-Mo, nichts. Einfach nur Slow-Mo direkt. Dann geht ihr auf den Clip, markiert den, drückt STRG und R und dann kommt dieses Fenster hier raus. Das ist das Geschwindigkeitsfenster. Hier könnt ihr die Geschwindigkeit einstellen, also sagen wir mal einfach 25%. Oh, jetzt habe ich schon Enter gedrückt, sorry. So, 25%. Ihr könnt auch hier Geschwindigkeit umkehren, aber ist jetzt für uns nicht interessant. Und drückt einfach OK oder Enter, wie auch immer. Und dann ist der Clip automatisch komplett auf 25% Geschwindigkeit eingestellt. Heißt, ihr habt hier diese mega smoothe
Slow. Sieht sehr nice aus. Und so mache ich quasi Slow-Mos, wenn es ein bisschen einfacher ist. Ganz easy. Ja, ich würde sagen, so viel zum Thema Keyframes. Auch definitiv ein Basic. Und ja, das war Folge 2 von den Basics für Premiere Pro. Oder? Müsst ihr noch irgendwas wissen, was die Basics angeht? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich schaue.